Willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze. Jetzt sind 3-5 Raketen fast Rock. Und hier scheint es diesmal tatsächlich einen Secret Exit zu geben. Mal sehen, ob ich den finden werde. Freue mich sehr darauf, wieder im Raketenfass zu failen. Ich mag es einfach. Es ist einfach so wunderbar. Und ich werde wieder 1000 Sachen verpassen, dann darf ich auch wieder 1000 Sachen rein. Ah, das wird so geil. Sieht recht schön aus. Doch. Wo ist das Fass? Scheint nicht sofort zu kommen, oder es ist gar nicht das, wofür ich es halte. Vielleicht ist es sogar gar nicht das Raketenfass. Doch ist es. Und hier, aber hier unten. Wenn hier nichts ist, das wäre sehr merkwürdig. Jetzt haben wir schon die ganzen Bananen ein, Donkey. Nichts, aber hier unten. Da. Natürlich. Das war sowas von klar. Das musste ja einfach so sein. Alles andere wäre doof. Eine Banane noch, komm, Donkey. Dankeschön, und es schafft. Eines von fünf wieder mal. Passt. Ich behalte mal Didi. Und los geht's. Ich nehme mal die großen Bananen hier alle mit. Hat jetzt nicht ganz geklappt, aber dafür wird schon kein Puzzleteil geben. Hier ist Karl. Oh, das im Hintergrund will mir noch gar nicht so gefallen. Der wird mich bestimmt noch ein oder zweimal bringen mich um. Ich möchte alle Bananen einsammeln. Das ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass es dafür was... Ups, Entschuldigung, dass es dafür was gibt. Irgendwen mitnehmen und los geht's. Ist mal alle. Schade. Nicht alle großen erwischt, aber macht nichts. Ja. Ha! Hat sich gelohnt, mich umzubringen. So. Herz. Sehr nett. Als wenn sie gewusst hätten, dass da viele Leute in dem verlieren. Wow. Da wollte ich auch wieder nur alle Münzen einsammeln, eigentlich. Weil es ist halt wirklich ziemlich offensichtlich, dass es dafür was geben könnte. Jetzt geh schon hoch. Decay, Mensch. Los. Beo, beo, babu, bä. Habe ich zwar schon, aber ich habe es trotzdem nochmal eingesammelt, um euch zu beweisen, was für ein Skiller ich bin. Genau. Oh, jetzt habe ich das Leben nicht gekriegt. Das ist ja so verdammt. Dafür gab's nichts. Schade. Oh, da unten. Ja, das war ja jetzt, doof. Aber eben, da ist ein Puzzleteil, ja. Glaubt's oder glaubt's nicht? Ich frage mich immer noch, warum man hier einen Kong-Partner kriegt. Bringt einem doch nichts, oder? Ist es vielleicht nur teilweise mit einer Rakete und man kommt irgendwann ans Land. Nur dann würde es Sinn machen. Ich habe das Gefühl, bei allen schweren Leveln, wo man häufig fehlt, ist irgendwo ein Leben. Damit man nicht Game Over geht. Die sollten sie weglassen, die Entwickler. Damit man noch wirklich mal Game Over geht. Sonst würde man sich das einfach jedes Mal holen und... Ja. Toll. Aber irgendwo ist es ja auch nett. Die Münzen hier lohnt sich auf jeden Fall, die jedes Mal einzusammeln. Weil Geld geil und so. Hier unten jetzt. Ich hab's. Ich musste nicht nochmal hin. Außerdem ist hier ein Checkpoint, das ist sehr gut. Fische. Auch sehr interessant. Jetzt bin ich zu tief geflogen. Obwohl, wenn ich jetzt hier neu starte, rein theoretisch kann ich ja hier ins Wasser. Aber wenn die hier was verstecken, das wäre echt mies. Dann müsste man ja dafür einmal sterben. Nee, machen sie auch nicht. Nein. Natürlich nicht. Aber ich...
Hab's trotzdem mal überprüft, weil warum nicht? Deo, deo, de, du, de, ne. Nicht so tief diesmal. Da ist wieder ein Puzzleteilchen. Ist ja alle ziemlich simpel und das ist N. So, Münze. In Ehren kann keiner verwehren. Oh, oh. Da ist ein Secret. Das ist der Secret Exit. Aber ich muss es ja sowieso zweimal beenden, dann mache ich erstmal den normalen Exit, weil jetzt habe ich K.O.N.G. schon mal. Dafür gibt es bestimmt das letzte Puzzleteil, deswegen töte ich mich. Because that's what I do. Ja. Kann ich auch hier nochmal ins Wasser gehen? Oh ne. Diese Fische hatten wir noch nicht. Was ist hier denn unten? Oh, eine Münze. Wie schön. Auch da schön detailreich an alles gedacht, dass da, wenn einer runterspringt und nachguckt, dass da was ist. Genau das mag ich und das habe ich schon wieder verkackt. Töte mich. Ja, ja, leck mich. Jetzt lass mich einfach die ganze Banane einsammeln. So. Und das bringt nicht mal was, toll. Und hier vielleicht? Oh, da bestimmt. Wenn ich zum Ziel komme und bis dahin nicht kein Puzzleteil mehr war, werde ich nicht töten und nochmal nachgucken. Aber sonst spiele ich mal weiter. Aber es sieht sehr nach Ende aus. Oder hier ist noch was. Eine Muschel. Ha! Da habe ich alles. Sehr gut, dann muss ich nur noch meinen Secret Exit reinschneiden. Sehr gut. Ach, ja, ich sticke ja. Gib mir mal Luft, danke. Hä? Kannst du mir nicht sagen, dass das der Secret Exit ist? Moment. Wo ist denn dann der normale? Ach, hier. Hä, Moment mal. Sind ja zwei Secret Exits? Aber ist ja egal, da komme ich ja sowieso ohne Dixie oder Dixie Diddy Cranky nicht durch. Bei den Antrieben mit A gedrückt halten habe ich ja ohne die nicht, oder? Ja, da komme ich nicht durch. Das heißt, man muss die bis ans Ende behalten und das heißt, man muss es schaffen, ohne... Oh. Ohne einmal zu sterben währenddessen. Das ist tatsächlich etwas gemein. Doch, muss ich sagen. Jetzt können wir wieder die wunderbare Ladesequenz anschauen. Dö, dö, dö. Tatsächlich, von hier aus sind drei Wege. Die führen alle drei zum Boss. Yay, Telefon! Hui! Geil! Aber, oh, na. Das ist, bietet sich ja wunderbar an, dass ich, die Secret Exits erstmal mache. Und dann hier reinschneide. Bis gleich. Juhu! Geil, im First Try geschafft. Bis hier hinten hin, ohne zu sterben. Ernsthaft, ohne Spaß. Habe ich jetzt leider nicht aufgenommen, weil ich nicht damit gerechnet habe auch. Aber hier ist schon mal der erste Secret Exit. Beziehungsweise der zweite, bestimmt. Ich habe ja keine Ahnung, welcher Reihenfolge die gerechnet werden, aber es wäre auch egal. Dann werde ich den anderen gleich danach einschneiden, machen wir mal danach weiter, ne? Ja, es hört sich nach einem Plan an, nach einem blöden, aber es hört sich nach einem an. Swing mich nach links zu 3A. Swing dich durch. Sehr schön. Okay, der zweite Secret Exit wartet schon. Alles klar. Der zweite Secret Exit. Na wunderbar. Und auch hier brauche ich irgendeinen Partner für. Außer Diddy. Mit Diddy wärst du nicht möglich. Ist ja voll gemein. Gut, dass ich Dixie hatte. Auf jeden Fall gehören damit beide Secret Exits mir. Yippie, yay.
Okay. Sehr schön. Jetzt dürft ihr euch zum dritten Mal hintereinander diese Zurück zur Weltenkarte Screen angucken. Ist das nicht klasse? Ja, finde ich auch. Wie heißt das? Rankenrumba. Alles klar. Sehr schön. Dann machen wir zuerst noch in diesem Part 3-6 Kanonen. Kanon-Kasachok. Und im nächsten Part dann die beiden Secret-Level und im Part darauf dann K-Level und Boss. Hört sich das nach einem Plan an? Ja, finde ich schon. Sehr schön. Dann mal sehen, was dieses Level noch so zu bieten hat. Sieht mal wieder sehr schön aus auf dem ersten Blick, wie alles hier bisher. Eine Banane, sehr gut. Die hat's gebraucht. Pinguin. Schaut euch das mal an. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist ein Donkey Kong Krawatte durchgestrichen. Oder was soll das denn da unten? Ein Fisch würde meiner Meinung nach wenig Sinn machen. Wow, Bomben. Und hier ist was. Mal wieder ein Bonus, yippie. Ich hab gefunden. Secret. Alles einsammeln. Ey, perfekt eingesammelt, oder? 19 Sekunden übrig. Viel besser geht's bestimmt nicht. Viel besser. Es geht bestimmt ein bisschen besser, aber nicht mehr viel. Das glaube ich euch nicht, wenn ihr das sagt. Ah, toll. Ich weiß wieder nicht, ob unten irgendwas ist, weil die Kamera wieder nicht das komplette Bild bei mir zeigt. Vom Aufnahmeprogramm sehe ich das ganze Bild, nur das ist halt so verzögert, dass ich darauf unmöglich spielen kann. Hm. Timing-Sachen, die mag ich. Habe ich schon öfters erwähnt, aber das mag ich echt. War ich eigentlich relativ rein. Oh, Perspektivenspielchen, wunderbar. Okay, das konnte ich gar nicht einschätzen, wenn das Leben in meiner Flugbahn ist. Aber macht ja nichts. Kommt da irgendwann ein Puzzleteil hoch? Ich warte noch mal ein bisschen. Nee, glaube ich nicht. Boah, das war knapp. Da ist eine Münze. Da ist ein Puzzleteil. Her damit. 5 nur habe ich eben gar nicht drauf geachtet, aber es gibt nur 5. Und dieses Level kennt man, glaube ich, aus irgendeinem frühen Trailer. Warum ist hier eine... Nee, da ist nichts. Was ich sagen wollte, dieses Level kennt man aus irgendeinem frühen Trailer, wo die Kamera vorgestellt wurde. Oh, der hat eine Bombe da unten. Gib die mal her, die brauche ich. Das aufzumachen. Schon wieder ein Bonus, damit sparen sie in letzter Zeit aber nicht, wa? Muss man so sagen, ob man will oder nicht. La 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 la. Der Bonus ist so schön chillig. Da zu verkacken ist echt sehr blöd. Aber ich glaube, einmal habe ich das sogar geschafft, da zu verkacken. Erinnere ich mich genauso, als ob es gestern gewesen wäre. Ja, vielleicht war es gestern. Was soll's. Da oben ist da übrigens das O. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Roll dich um! Die Bananen will ich auch noch haben. Ui! Herzchen, sehr schön. Oh! Oh! Boom! Ich habe ja eine, so eine Ahnung, wo ich hin will. In die Mitte. Achso, oh, schnell weiter. Ja, das war falsch. Kacke. Okay, das wird mal wirklich so ein komplettes Kanonenlevel. Finde ich cool. Hatten wir bisher noch nicht. Kann man das eigentlich einstampfen? Nee, kann man nicht. Da wird bestimmt irgendwo auch nochmal ein Puzzleteil oder das N ganz fies versteckt sein. Geh weg. Mach kaputt. Mach kaputt. Ach ja, ich muss hier erst reinspringen. Der Vogel da unten links. Dann hier lang. Da stirbt man auch. Wollte ich nur mal ausprobiert haben. Hust, hust. 1. Ah. Ja. Das auch nichts. Weg. Ha! Schneller geht's nicht.
Oh, ich bin so intelligent, ne? I'm so a freaking genius. Genius. Oh Gott. Wow, ich wurde nicht getroffen. Welch ein Wunder. In die Mitte, da einfach drücken, dann geht's hier erstmal nach rechts und dann nach links. Ich dachte, der geht nicht nach links, sondern nur nach rechts und in die Mitte. Schön, vielleicht sollte man gucken, bevor man drückt. Aber das ist nur so eine Idee. Könnte ich ja mal umsetzen irgendwann. Okay, da war ich zuvor. Also das war unnötig, das müsst ihr zugeben. Wie weit bin ich denn erst beim K? Oh Gott. Beim O. Das O hatte ich auch schon. Das O ist ja hier die ganze Zeit. Q habe ich. Jetzt wird nur noch das T. Hahaha. Wie lustig ich bin. Ja, ich weiß total. Wieso mache ich keine Fehler? Hier muss ich einfach nur drücken. Oder nicht. Oh, das N. Oder war ich zu langsam? Bitte kein Checkpoint, ich will mich umbringen. Das sieht sehr nach Checkpoint aus. Ja, ich möchte mich umbringen. Da ist schon das Ziel, WTF. Dankeschön. Weil ohne das Ende mache ich das Level nicht fertig. Da könnte er mich nicht zu zwingen. Hab keine Lust, wegen den KNG das Level normal zu machen. Puzzleteil ist okay. War KNG, sehe ich nicht ein. Oh, oh! Ah, egal. Bum, bum, bum. Dick. Schöner ist einsammeln. Hier schnell drücken, dann hat man das N auch. Dick, dock, 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 dock. Dann hier durch. Hier durch. Da das G einsammeln. So. Dann ist man schon beim Ziel. Aber hier ist eine Banane, da ist was. Aha. 4 von 5. Naja, muss ich wohl eins reinschneiden, wa? Sieht sehr danach aus. Wo das war, erfahren wir gleich, weil danach der Part zu Ende sein wird. Also, erstmal den Ladevorgang ablaufen lassen, damit man wieder, ne, ihr kennt das Prozedere ja. Ich weiß auch nicht, warum der bei mir so lang ist. Ich habe gesehen, bei manchen ist der kürzer. Woran liegt das denn? Ich weiß das gar nicht. Ist ja Wandensause, alles klar. Okay, dann mal gucken, wo es war. Laut Squawks soll hier irgendwo das Puzzleteil sein. Ich frage mich nur gerade, wo. Ach so, oh Gott. Ich bin ja so blind. Hier. Oder? Ja, klar. Boah, konnte ich das nicht sehen. Alles klar, das ist direkt nach dem einzigsten Checkpoint, das Level war irgendwie ziemlich kurz. Und dann würde ich sagen, das war's für den Part. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Dann geht's weiter mit den beiden Bonus-Leveln.